Europäer haben seit Beginn dieses Bewerbs 2009 2 Duelle auf heimischem Boden gewonnen, aber noch keinen Gesamtvergleich. Also wieder eine große Ehre für Jane, dass er da dabei ist. Aber jetzt konzentrieren wir uns auf diese Partie gegen den jungen Mann aus Russland. Das ist das Spiel, das wir hier zu sehen bekommen in dieser Partie. Der eine greift an, drückt an, der andere verteidigt. Ja, Chen Weixin kann aber nicht nur verteidigen. Nein, nein, der macht auch gehörig Tempo. Aber mit der Vorhand. Der Gegentopspin von der Vorhand ist ja auch seine Stärke. Kann immer so schnell umschalten von der Defensive in die Offensive. Das macht ihn so brandgefährlich. Die beiden haben noch nie gegeneinander gespielt. Das ist also das erste Mal eine Premiere. Ja, das ist stark von Chen Weixin. Das ist ein Spieler, der es versteht, aus unmöglichen Situationen wieder zurück in ein Spiel zu kommen. Der dem Ball auch viel Kreativität mitgibt, wenn er unter Druck steht. Sieben Satzbälle. Das gefällt uns doch schon viel, viel besser, oder? Chen Weixin, die Nummer 6 ist er in Europa. Pajkov, die Nummer 62. Ja, wenn seine Angriffe kommen mit der Vorhand von Michail Pajkov, dann ist er sehr gefährlich. Unterschätzen darf man den jungen Burschen nicht. So, Satz 1 ist Geschichte, 11:6. Holt er sich den. Chen Weixin gegen Michail Pajkov. Legt also einmal vor, gewinnt den ersten Satz für Österreich an diesem heutigen Abend. Dieser Donut kann es weitergehen.
Ja, dieser Chen Weixin, das ist die Beständigkeit in Person. Der spielt schon so lange auf so hohem Niveau. Seit mehr als einem Jahrzehnt an der Weltspitze. Der ist noch lange nicht am Ende. Der will unbedingt noch die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro spielen, hat er gesagt. Das ist einer, der konzentriert arbeitet, Schritt für Schritt für den Erfolg. Das bringt auch bei seinen Gegnern sehr, sehr viel Anerkennung. Gut besucht, der Festsaal hier in Wiederneudorf. Ich schätze mal, es werden schon 300, 400 Leute sein, die sich dieses Spitzenspiel in der Gruppe B in der EM-Qualifikation zwischen Österreich und Russland nicht entgehen lassen. Wie ist es den beiden eigentlich bei den Austrian Open in Wales ergangen? Mihajlo Pajkov hat in der ersten Runde verloren gegen Zoran Primorac mit 2:4. Chen Weixin war in Wales auf Position 6 gesetzt. Hat in der ersten Runde geschlagen den Doppel-Vize-Europameister Christian Karlsson aus Schweden. Im Kampf um den Achtelfinaleinzug hat er verloren. 3:4 gegen den Schweden Pagarell. Das ist ja ein Teamkollege von Robert Gardosch. Da war er schon 2:0 in Sätzen vorne, Chen Weixin, und hat die Partie noch aus der Hand gegeben. Leider, damit ist kein Österreicher im Achtelfinale gestanden. Robert Gardosch hat seine Einzelnennung in Wales zurückgezogen, war leider krank, ist mit dem Doppel angetreten. Aber jetzt ist er wieder gesund, Robert Gardosch, sitzt vor dem Fernseher, schaut sich auch diese Partie an. Wir lassen den Robert Gardosch natürlich schön grüßen. Er geht uns ab hier in Wiener Neudorf. Mit ihm hätte das sicher heute ganz, ganz anders ausgeschaut. Er macht viel zu viele Fehler, der Russe. Kommt überhaupt nicht mit dem Spiel zurecht, mit dem Schnitt von Chen, der lange verteidigt. Das ist ganz wichtig. Die Länge in seinen Schlägen ist ausschlaggebend. Auch Satz 2 bis jetzt eine klare Angelegenheit
für den Österreicher, der diktiert hier die Ballwechsel nach Belieben. Man hat eigentlich nie das Gefühl, dass er diese Partie verlieren könnte. Bis jetzt zumindest. Das kann sich aber schnell ändern. 10:5. 5 weitere Satzbälle. 5 weitere Chancen zur 2:0 Satzführung. So klar die anderen beiden Partien waren, so klar ist diese Begegnung. Ist er jetzt einmal durch in diesem zweiten Satz. 11:7. 2:0 steht es für Chen Weixin, für den Austro-Chinesen, der bis jetzt keine Mühe hat, der sein Ding wie immer durchzieht. Immer wieder der Wechsel von Verteidigung in den Angriff, der ja auch ein langfristiges Ziel verfolgt, dieser Chen Weixin. Der hat gesagt, ich möchte irgendwann einmal nach meiner aktiven Laufbahn als Trainer tätig sein. Hin und wieder ist er das auch schon in der Bundesliga. Da betreut er die Mannschaft. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er das gut macht. Chen Weixin. Der hat in den letzten Monaten auch vor allem seine Schnelligkeit verbessert. Das merkt man auch. Ist sehr, sehr gut auf den Beinen. Bis jetzt kann er Tipps geben, was er will, der Trainer Fuchs. Alexandra Bietkiewicz, die Bank der Österreicher, Hans Friedinger, den ÖTTTV-Sportdirektor und Präsidenten des Oberösterreichischen Tischtennisverbandes mit dem rot-weiß-roten Schal. Er ist angereist, um sich diese Partie reinzuziehen. Satz Nummer 3. Vielleicht der letzte in dieser Partie. Gewinnt Chen den Durchgang, verkürzt er auf 1:2 für Österreich gegen die Russen. Dann lebt die Chance weiter. Immer wieder und immer wieder das gleiche Spiel. Und irgendwann kommt der Vorhandfehler von Pajkov. So, jetzt versucht er Bietkiewicz den Spielrhythmus von Chen Weixin zu unterbrechen. Ich glaube, es wird nichts helfen. Auch wenn ich mich da ein bisschen weit hinauslehne, aber bei diesem Spielstand bei 2:0 in Sätzen und 4:1 im dritten Durchgang, da ist er viel zu erfahren, da ist er viel zu routiniert, Chen Weixin. Das ist ein Klassenunterschied. So wie wir das zuvor gesehen haben bei Fegal gegen Skatschkov und Habeson gegen Smirnov. Chen Weixin hat in dieser EM-Qualifikation erst einmal gespielt.
zum Auftakt gegen die Kroaten. Da hat er ganz klar gewonnen. 3:0 gegen Tomislav Kolarik. Hat also in dieser EM-Qualifikation bis jetzt noch keinen einzigen Satz abgegeben. Dieser Unterschnitt von Chen Wanjin, der ist so giftig, der tut so weh. Also an seiner Vorhand muss er noch arbeiten. Die Nummer 125 der Welt, zumindest wenn er gegen Chen Weishin spielt, tut sich ganz, ganz schwer gegen Verteidigung. Michail Pajkov. Aber dieser Winkel war wieder sensationell. Also dann packt er wieder so Schläge aus. Unglaublich. Inside-Out-Ball, würde man im Tennis sagen, von der Rückhandecke raus. Schießt er die Vorhanddiagonal, sodass Chen Weishin keine Chance hat. Könnte es einmal brenzlig werden. Schon die Unterstützung der Fans hier in Wiener-Neudorf. Ich habe nicht mitgeschrieben, liebe Zuseher, aber das war sicherlich schon der 20. Vorhandfehler, den er da ins Netz knallt. Vier Matchbälle für den Österreicher. Gratulation, Chen Weishin. Mit 3:0 schießt er Mihajlo Pajkov hier von der Platte.